Komm her. Und jetzt lächeln. Tschüss. Herzlich willkommen YouTube zu einer neuen Folge Uncharted 4. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid ja natürlich richtig bei Trend 17TV. Wir müssen schütteln, damit sich das Bild entwickelt. Wer kennt es noch? Die Polaroid aus den, ja, ich glaube, Ende der 70er, Anfang der 80er. Da war so die Glanzzeit der Polaroid. Also ich kenne sie noch. Da war ich noch ziemlich jung und frisch. Ganz jung und frisch. So, mal eben. Bisschen schüttel, 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 schüttel. So, das sieht doch gut aus. Schickes Bild. Und wir müssen in diesen kleinen Schacht rein da oben. Okay, hier oben. Da sollte es doch nicht runterfallen. Genau. Da hoch, genau. Wir machen jetzt hier voll die Kletteraktion. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank auch für eure coolen Comments, für die vielen Likes und Daumen. Ganz lieben Dank dafür. Nicht zu vergessen. So, an das komische Rad hier. Dann da hoch, genau. Und dann kommen wir in dieses komische... Oh, da ist aber Alarm. Da ist Alarm gesichert. Können wir die ausmachen? Nee. Oh, oh, oh. Ich schätze mal, da geht die Alarmanlage los. So. Oh, oh. Und hier gibt es auch wieder mehrere Wege. Alle Wege führen nach Rom. Und hier ist das Gitter. Sehr schön. Da müssten wir eigentlich in die, in den Raum rein können. Ja, voll. Das wundert mich ja jetzt, dass die Alarmanlage nicht losgegangen ist. Okay. Okay, bin drin. Ich bin drin. Warte. Oh, das ist irgendein... Irgendein Medikament, wahrscheinlich Beruhigungsmedikament oder sowas. Hm. Sieht sehr gemütlich aus hier. Oh, da ist auch das was. Das ist ja wie in einer Klinik. Aha. Ja, hier ist eine kleine ambulante Klinik. Ich checke mal, wir machen ihn mal auf. Ach, von hier ist sie auch verriegelt. Das ist ja doof. Ein Schlüssel. Haha. Woher nehmen, wenn die stehlen? Ich brauche dein Geld nicht. Oh, was für ein... Hm, alles klar. Echt traurig. Ja, das stimmt. Ein Schlüssel. Wo könnten wir einen Schlüssel finden? Da ist ein Schlüssel. Der liegt da einfach so rum. Was für ein Zufall. Ja, nun nimm ihn. Ich will ihn nicht zurücklegen. Drehen. Zoomen. Schwenken. Aber ich will ihn nicht zurücklegen. Achso, er nimmt den in die Tasche. Gut. So, jetzt gib mal ein bisschen Gummi hier. Wir wollen unseren Bruder reinlassen. Und? Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. So ein Ärger. Und wie sollen wir da reinkommen? Vielleicht geht das mit dem gleichen Schlüssel. Wow. Yeah. Oh, Aufzeichnungen.
Leichen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Da unten. Da ist schon wieder was. Wow. Da ist was. Sam. Hast du da was? Das sind da scheint die. Es zu sein, wa? Reichtümer des Paradieses? Wow. Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Oh, oh. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält ihr da? Hey, 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 zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay, okay. Okay. Oh, wo kommt die denn auf einmal her, die Alte? Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mama. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein. Schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen.
Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebowohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebowohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Oh, die Polizei. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir Land gewinnen hier. Aber die kann das ja aufklären. Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Genau. Da findet ihr auch allein wieder raus. Oh oh. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Ach du Shit. Oh, heilige Scheiße. Nein, nein, nein. Hey. Hey. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Ach du Scheiße. Warte, wir müssen doch was tun. Wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, die arme alte Frau. Oh, oh. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben. Sie, komm mit mir. Raus, 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 raus. Rauf, rauf, rauf. Weiter, 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 weiter. Wow, 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 wow. Nun mach doch, mach doch, mach doch, mach doch. Rauf da, rauf da. Nun mach doch. Spring einfach. Spring, spring, spring. Komm her. Oh. Erstmal aufs Dach und bloß weg. Ich komme. Uah. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Schornstein, komm schon. Ich komm. Ja, ja. Okay. Oh, okay. Oh, runter, runter. Du mach doch. Mach, 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 mach. Wo ist er denn runtergegangen jetzt? Verdammt, der Axt. Da ist er. Oh. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Nun lass dich runter, runter, runter. Nathan! Oh, shit. Hier da! Stehen bleiben! Lauf weg! Weg, weg, weg. Hier dann! Hier werden wir los! Oh, oh, Verfolgungsjagd! Nur lauf, lauf, lauf! Lauf jetzt los, Nathan! Ihr macht doch alle Rinnen noch schlimmer! Komm, los! Ja, der läuft nicht schneller, Mann, der... Letzte Warnung! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Fertig! Ach, Mist! Nun lauf doch, Mensch! Was machst du denn? Oh! Lauf, 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 lauf! Shit. Shit. Da lang müssen wir. Ja, 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 ja. Okay. Raus. Lauf doch, mein Gott. Ist das ein lahmarschiger Kerl, du.
Jawohl. So, lauf, lauf, lauf. Und aufs Moped und weg. Weg, weg, weg. Wow, wow, das war eine Aktion. Sauber. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht. Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Oh, wir sind zurück. Das war die Nathan Drake, die Gebrüder Drake-Geschichte. Als wir abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und unsere Süße ist wieder bei uns. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber... das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ja, mein Lieben. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Walkie-talkie. Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake.
meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, was für ein super langer Handlungsstrang hier. Danke. Das ist ja ein halber Film, der hier abläuft. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Die beiden haben sich wieder. Okay. Und wir haben uns das nächste Mal auch wieder. Ich quatsche jetzt mal einfach rüber, nützt nichts. Wir müssen hier einen Cut machen. Sonst läuft das hier noch eine halbe Stunde, die Folge. Aber jetzt geht's weiter hier. Meine Lieben, es geht weiter in guten wie in schlechten Tagen mit unserer süßen For Better or Worse. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Die Folge war richtig schön lang. Ja, ich hoffe, ihr lasst ordentlich viel Daumen und Likes da dafür. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, ihr Lieben, bleibt gesund und ciao.